see small talk power! Übertrage Wegpunkt für Treffen und Codesignal für Identifizierung im Bordsystem. In Ordnung, triff dich mit dem Kontaktmann. Wer bist du? Was willst du von uns? Okay. Hier ist die Ware. Hau ab, so schnell du kannst. Wenn die Patrouille dich mit sowas erwischt, dann schießen sie ohne zu fragen. Okay, jetzt hast du die Ware. Mach dich möglichst schnell auf dem Weg zu Hartog im Alsafia-System. Er wartet bereits auf deine Lieferung. Wir wurden entdeckt. Leg dich nicht so nah am Planeten mit der Patrouille an. Spring sofort! Achtung an alle! Waren Hinweise auf illegale Fracht. Erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Hier Mortok Handelsstation. Landeerlaubnis wird nur an Schiffe in Stationsnähe vergeben. Hier Patrouille. Überprüfung auf Besitz von Schmuggelware gestattet. Hier Mortok hat Landeerlaubnis. Schmuggelware entdeckt. Sie sind festgenommen. Patrouille.
wird schon abgeschossen. Na, warte! Zentrale am ankommenden Frachter. Schiffe in Reichweite. Wir werden angegriffen. Bitten um Unterstützung. Willst du tatsächlich diesen fetten Sücken helfen? Komm, schließ dich uns an. Mit diesem Konvoi können wir uns dein Vermögen machen. Das war's. Unsere Schilde sind weg. Wir versuchen zu fliehen und lassen die Container hier. Das war's. Keiner mehr von den Halunken übrig. Einen Moment. Handelsstation. Landeerlaubnis wird nur an Schiffe in Stationsnähe vergeben. Hier Mortok Handelsstation. Landeerlaubnis erteilt. Thank you.
Der Container ist eingetroffen. Gute Arbeit. Vor allem unter diesen schwierigen Umständen. Normalerweise erledige ich meine Aufträge selbst. Aber im Moment kann ich die Station nicht verlassen. Ramirez und ich, nun, wir haben Feinde. Und zwar nicht nur die Polizei. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Dein Schiff kennen sie noch nicht. Ich gebe dir einen Container mit, den du einem Frachter übergeben wirst. Damit ist dein Geschäft mit Ramirez so gut wie erledigt. Allerdings musst du Ramirez noch ein paar Frachterkennungen überbringen. Er braucht sie dringend, also beeil dich. Ich übertrage sie in deinen Computer. Roger, halte Position. Ramirez wurde verraten. Die Frachtersignaturen und die Waren dürfen der schwarzen Gesellschaft nicht in die Hände fallen. Egal, was das für uns bedeutet. Verstanden? Wir versuchen, sie aufzuhalten. Da vorne kommt unsere Prämie, Leute. Angriff! Und ein ehrenvolles Leben. Wir müssen weiter. Da ist noch was anderes, um das wir uns kümmern müssen. Bist du ja endlich. Komm, lad den Container hier ab. Okay, wirf den Container ab. Wir haben den Container an Bord genommen.
Ramirez will, dass du uns ins nächste System begleitest. Dort wartet er bereits auf uns. Verdammt, die schwarze Gesellschaft greift uns an! Wir nehmen sie in die Zange! Dass dein Mut ausreichen würde. Und du hast die Frachter-Signaturen. Gut. Diese Verfluchten. Wir fliegen sofort zum Versteck und bringen den Frachter in Sicherheit. Folge dem Frachter und bleibe in seiner Nähe. Die du mir gebracht hast, gehören zur Frachter der Schwarzen Gesellschaft. Die sind randvoll mit Bomben und sollen in der Nähe der Station gezündet werden. Wahrscheinlich stecken diese ehrlosen, feigen Echsen dahinter. Wir müssen die Frachter unbedingt aufhalten. Die Kennungen werden uns verraten, welche Frachter wir aufhalten müssen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Lass uns hier warten, bis die Frachter das System betreten. Da kommt der erste Frachter meiner feigen Konkurrenz. Voll mit Bomben. Chiron, wir müssen den Frachter zerstören, bevor er die Station erreicht. Ich muss zum Versteck weiterfliegen. Möge euer Sieg ruhmreich sein.
Hyperraumtor aufgetaucht. Pass auf die Jäger auf! Ich hab dich im Visier! Nieder mit den Ehrlosen! Der Angriff hat... Das wird ein schwerer und ehrenvoller Kampf! Kommt ihr bitte mit mehr Leuten. Ich muss dringend weg. Hier Mortok Handelsstation. Landeerlaubnis erteilt. Was ist los? Ärger. Wo dieser verdammte Herrensenar. Ich hätte ja wissen müssen, dass er nichts taugt. Hat ja auch die Kopfgeldjäger auf Eona gehetzt. Verdammte Schweinerei. Ramirez, was ist mit Eona? Sie ist weg, das ist mit ihr. Du hast deinen Job verdammt zu gut gemacht, Mensch. Cabo dachte, wir sollten dich noch eine Weile ausnutzen. Aber ich wollte das nicht, denn ich hatte dir mein Wort gegeben. Doch für Cabo ist einer, der die Drecksarbeit macht, wichtiger. Wo ist sie jetzt? Sie ist in Cabos Unterschlupf. Er will, dass du noch ein paar Aufträge für ihn erledigst. Üble, ehrlose Aufträge. Dann hole ich sie da raus. Wo ist dieser Unterschlupf? Das gefällt mir, Mensch. Du suchst den Kampf wie ein Mortok. Wir haben beide eine Rechnung mit Cabo zu begleichen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sein Unterschlupf wird gut verteidigt. Ich übertrage dir den Schlüssel zu Cabos System.